du geschlafen? Nein. Ich schlafe nachher im Hotel. Willkommen in Berlin. Da sie offensichtlich keine Insekten anzieht. Ja, die Frage stellt sich, wie die Pflanze andersartige Formen der... Was machen Sie denn hier? Professor Bressler... Wir haben hier keinen Zutritt. Wer sind Sie? Dieser Mann ist nicht Martin Harris. Ich bin Dr. Martin Harris. Also, was soll das? Es gibt zwei Martin Harris, hä? Nein, ich kann Ihnen das erklären. Dieser Mann tauchte gestern im Hotel auf und behauptete, er wäre ich. Die Polizei wurde gerufen. Ich habe die Polizei gerufen, Sie Mistkerl! Er hat sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Er hatte irgendeinen Unfall. Professor! Professor, soll ich die Polizei rufen? Ja, danke. Wir kennen uns doch. Wir haben oft telefoniert. Wir sprachen über alternative Formen der Fortpflanzung. Ich habe von meinem Vater erzählt, einem Lehrer und seiner Passion für die Wissenschaft. Wir haben über Ihre Kinder gesprochen. Wie viel Zeit Sie mit ihnen seit dem Tod Ihrer Frau verbringen. Zwei Mädchen, richtig? Sie haben mir Ihren Namen verraten. Und ich... Sekunde, gleich habe ich's. Ich weiß sie. Laurel. Laurel, Lily, Zwillinge, 10 Jahre alt. Etwa so alt war ich, als ich meinem Vater erklärt habe, dass ich Botaniker werden will. Bestimmt erinnern Sie sich daran. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich meinen Vater nie so glücklich erlebt habe. Nein, das waren Sie nicht. Wissen Sie noch, wir haben darüber gesprochen, wie mutig unsere Frauen waren, Wissenschaftler zu heiraten. Ich habe Ihnen von unseren Flitterwochen in Paris erzählt. Ich war mit meiner Frau da. Und dass sie dort alle Museen besuchen wollte, aber ich wollte nur in die L'École Polytechnique. Aber sie ließ nicht locker. Und ich sah zum ersten Mal Leonardos vitruvianischen Menschen. Just stop it! This is my wife we're talking about, my father, whom I loved. Whatever sick pleasure this is giving you, I am tired of it. You need to shut your mouth and get out of here. Der Stunt war wirklich, sag ich mal, abgehackt. Also das ist auch sehr relativ neu für mich, weil ich solche Art von Filmen eigentlich noch nicht gemacht habe. Also es gibt natürlich dann wirklich den richtigen Stunt, wo das Auto wirklich auch ins Wasser, in die Spree fällt. Die Szene, wo ich ihn aus dem Auto ziehe, also rette, das wurde in einem riesigen Tank in Babelsberg gedreht, was eigentlich trotzdem sehr beeindruckend war, muss ich sagen. Also es war wirklich eine riesige Autokarosse in diesem Tank drin. Und dann der letzte kleine Moment, wo man ihn dann aus dem Wasser zieht, das wurde also wirklich an der Spree auch gedreht und war wirklich sehr kalt, muss ich sagen. Man ist ja natürlich auch wirklich total nass. Das war schon beeindruckend. Ihr wolltet den Kuchen? Danke. Bitte schön. Danke. Stimmt so. Vielen Dank. Können Sie sich noch an mich erinnern? Ich saß in Ihrem Taxi. Ich fahre nicht Taxi. Ich habe in Ihrem Taxi gesessen. Wir hatten einen Unfall. Ich möchte von Ihnen wissen, wo ich eingestiegen bin. Und wo ich hin wollte. Wie haben Sie mich gefunden? Ihr Freund Biko. Tamam. Lassen Sie mich in Ruhe. Bitte helfen Sie mir. Gehen Sie bitte. Danke dafür, dass Sie mich gerettet haben. Ich lebe seit 20 Jahren in Berlin und war sozusagen Heimschläfer in dem Film. Ja, ich konnte also zu Hause wohnen. Und das war für mich eine... Ich habe das Drehbuch gelesen, habe Orphans gesehen von Jarma und mochte den Film so gern und habe sofort zugesagt, weil ich das einfach eine spannende Sache fand. Es ist eine kleine Rolle, aber eine sehr schöne Rolle. Und für mich ist es einfach toll, dass das zusammenwächst langsam, dass so große Hollywood-Produktionen herkommen, dass die Studio Babelsberg, was die auf die Beine gestellt haben die letzten Jahre, ist unglaublich. Und für uns deutsche Schauspieler ist das wunderbar, nicht immer den Nazi zu geben und den Bösen. Und das ist seit ein paar Jahren, ändert sich das, was toll ist, dass man einfach besetzt wird um der Sache willen und nicht nur um des Geldes willen. Und das fängt an, sich zu verändern, und bin ich sehr, sehr froh darüber. Very American of you. Got it. Können Sie mir sagen, woran Sie sich erinnern? Ich war in einem Taxi. Ich hatte einen Unfall. Und dann bin ich hier aufgewacht.
Sie lagen 4 Tage lang im Koma. Wir haben keinen Ausweis bei Ihnen gefunden. Wie heißen Sie? Ich bin Dr. Martin Harris. Ich war 4 Tage weg und meine Frau ist in einer Stadt, in der sie sich nicht auskennt. Es gibt keine sicheren Prognosen bei schweren Traumata dieser Art. Erinnerungen gehen verloren oder werden lückenhaft. Ich bin nicht verrückt. Irgendwo gibt es Beweise, dass ich bin. Ich war in Ihrem Taxi. Wir hatten einen Unfall. Wie haben Sie mich gefunden? Ich muss wissen, was passiert ist. Sie sind in Gefahr. Die beobachten Sie. Die wollten, dass ich glaube, dass ich verrückt bin. Aber seit sie mich umbringen wollen, ist mir alles klar. Das ist ein einfacher Code. Sagen Ihnen die Zahlen etwas? Das ist die Handschrift meiner Frau. Die haben Ausweise, Kreditkarten, Familienfotos. Sie erinnern sich ja wirklich an nichts mehr. Nehmen Sie Ihre Hände weg! Wer sind diese Leute? Die können jede Identität annehmen. Die Frage, die sie stellt, lautet, wieso wollen die ihren Platz einnehmen? Ich habe keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Aber sie müssen ihn verhaften oder viele Menschen werden sterben. Es gibt keinen Martin Harris. Er existiert nicht. Ich bin Martin Harris. Und ich habe nicht alles vergessen.